Aber so Juwelenspuren in Divinity-Spielen bedeutet nie was Gutes. Absolut nie. Zumindest sind die Drops geil. Wir können unsere Heiltränke mal wieder ein bisschen auffüllen. Das Gold ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber trotzdem. Und wir sammeln Unmengen an Edelsteinen. Und wer liebt nicht Edelsteine? Gelb, Rot, Grün und Blau. Blaue gibt es gar keine. Es gibt keine Saphire. Hat nicht jemand von euch letztens geschrieben, dass er Saphire am liebsten mag? So farblich? Ich glaube... bei Tomb Raider. Magischer Schlüssel zum Schlachtfeld. Du hast nun Zugang zum Schlachtfeld Level 6. Freunde, ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir hauen diese Höhle durch. Dann geht's ab zum Schlachtfeld und dann beenden wir das letzte Schlachtfeld-Dungeon. Weil dann haben wir, dann können wir ab dann einfach nur noch genießen. Wir können einfach nur noch genießen, Freunde. Wir müssen uns keine Gedanken mehr über Schlachtfeld machen. Wir gehen dann nur noch zum Handeln hin. Sonst nichts. Holen uns die letzten beiden Quests. Das wird geil. Es ist ein Ende in Sicht. Es ist tatsächlich ein Ende in Sicht, Freunde. Was das Schlachtfeld angeht. Oh, das tut gerade irgendwie gut. Das heißt, diese Höhle hat auch irgendwie einen Sinn. Das kommt noch dazu. Also es war... ja, jetzt bin ich ganz entspannt. Fliegende Auge sieht aus wie so eine... also es sieht aus wie eine Fliege tatsächlich. Es klingt auch so, als würde man eine Fliege zerschlagen, oder? Ich würde gerne nochmal ein kurzes Päuschen machen, wenn möglich. Hier so eine Tasse gönnen, genau. Einfach nur so ein Tässchen, Diät-Cola. Und dann können wir auch weitermachen. Okay, ein Haufen fliegender Augen ist optimal. Wir sind kurz vorm Aufstieg, Freunde. Viel fehlt nicht mehr. Und diese hässlichen Biester werden uns jetzt rapide dabei behilflich sein, aufzusteigen. Weil die geben alle Erfahrung. Sie haben kurz mal nicht angegriffen. Das war unser Glück. Sie haben sie mich natürlich auf unseren Kumpel abgesehen, ist denke ich klar. Nein, nein, bleib hier. Du läufst leider immer unerwünscht irgendwo hin. Ja, und das sind stärkere Wasserelementare. Poseidon hat keinen Bock auf uns.
Da ist noch eins. Ja, ein Tiber, geil. Sag mal, das sind doch die. Du schießt doch mit den Du schießt doch nicht mehr mit den Luftpfeilen. Freilich, Jungs. Jungs, euch kriegen wir auch noch runter. Euch kriegen wir auch noch runter. Macht euch da mal keine Sorgen drum. Ihr kriegt alle euer Fett weg. Scheiße. Dieser Gesang macht so eine ätzende Stimmung, das ist so krass. Das kommt mir bekannt vor aus dem Film A Cure of Wellness. Irgendwie erinnert mich das extrem daran. Da habt ihr gerade gut aufgeräumt. Muss man euch lassen. Da triffst du einmal auf eine Truhe in diesem Dungeon und denkst so, oh, das könnte was richtig Geiles sein. Und was ist es? 11 Gold und Zubehör für Fallen. Schaut euch das mal an. Und die endet ja noch nicht. Da kommt ja noch ein bisschen was, gell? Oh. Das war mir jetzt tatsächlich ein Anliegen, dass wir das ohne weitere Heiltränke schaffen, weil ich würde gerne nochmal pausieren. Einfach um so ein bisschen Ding zu sparen, wisst ihr? Um unsere wertvollen... Geil. Um unsere wertvollen Heiltränke aufzusparen. Dann haben wir es eh bald. Dann ist der nächste. Ich hoffe, das wäre geil, wenn wir es heute noch schaffen. Fände ich cool. Komm schon. Ja. 3500. Geil. Wenn er den trifft. Stopp, 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 stopp. Zurück, zurück. Nicht einfach allein reinhasseln. Jo. Ich bin bloß am Überlegen, ob ich noch kurz warten soll, damit unser Todesritter-Safe auch weiter ist, wisst ihr?
Nur weil ich Pause mache, heißt das nicht, dass ihr auch Pause machen dürft. Gibt's ja nicht. Wie ist mit unserem Todesritter? Da fehlt noch Mini. Okay, das machen wir dann gemeinsam, Freunde. Das machen wir gemeinsam. So, da ist noch irgendwas. Da verstecken sie da hinten so ein geheimnisvolles Fass und dann ist da nichts drin. Es sah nach so einer kleinen Höhle aus und jetzt hasseln wir hier ewig lang schon rum. Den hast du völlig verhauen, Junge. Der ging ins absolute Nirvana. Aber ich genieße es absolut. Ich genieße die Abwechslung des regelmäßigen Erfahrungskriegen und so. Das ist sehr, sehr entspannend. Sonst würde ich hier, glaube ich, nicht so rumschlendern, wisst ihr? Immer risky. Wie sieht's bei dir aus? Ist auch aufgestiegen, okay. Ich will kurz zu meinen Gegenständen. Können wir ein Päuschen machen? Hier so ein bisschen Obst, genau. Oh Gott. So. Jetzt haben wir natürlich das Ergebnis so ein bisschen verfälscht. Das ist natürlich nicht so doll. Jetzt sag mal, was hast denn du dabei? Du hast Rana-Stuff dabei. Den können wir verkaufen. Ja, unbedingt. Echt stark. So. Also. Bis 105. Und was macht die Armbrust? Bis 79 nur. Was brauchst... Ja, hier ist jetzt gerade das Ergebnis extrem verfälscht. Du brauchst auf jeden Fall Gewandtheit. Ich will halt trotzdem nicht, dass er die Armbrust abnimmt. Der ist stärker, der kommt weg. 105. Trotzdem.
44er Stärke, 54 Stärke, 50 Stärke, da sind wir noch weit weg. Die Sense könnte er tatsächlich führen. Aber das will ich gerade nicht. Und du trägst keine Rüstung. Okay, das heißt, wir können den Rest verkaufen. Bisschen Zeit haben wir noch. Ja, wir müssen uns auch noch um unsere Fähigkeit kümmern, gell, die wir haben wollen. Wieso verdient ihr nicht mehr so viel? Ich glaube, das können wir vergessen. Runen will sowieso keiner. Hat eh keiner Bock drauf. So. Ja, Freunde, Fähigkeiten. Was ist denn unsere Tendenz gerade? Gibt es irgendwas, was wir unbedingt bräuchten? Taschendiebstahl vielleicht? Sollte vielleicht jetzt nützlich sein, so dann gehen wir zu ihm. Gibt es eigentlich noch andere? Umwandeln. Ich finde halt, dass die Fallen hier deutlich schlechter sind als in Divine Divinity, wisst ihr? Identifizieren können wir nicht pushen, wir könnten reparieren pushen. Magier sehe ich dich halt gar nicht. Schildabwehr ausweichen. Wir könnten den Rüstungseinsatz pushen. Oder ausweichen ist auch gut. Ja, war jetzt ein bisschen unspektakulär. Leider Gottes. Naja, hilft nicht. War einfach leider gerade jetzt nicht so gutes. Also waren halt nicht so gute Sachen im Angebot. Achso, das geht nicht. Okay. Diese merkwürdigen Steine werden trotzdem immer weniger. Ich weiß aber nicht warum. Ich will jetzt aber noch ein bisschen mit der Armbrust rumballern. Ich wollte die jetzt nicht hergeben. Irgendwie macht es gerade Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es ewig spiele, aber gerade eben taugt's. Ich will noch ein paar von den Pfeilen verballern. Guti, boah, diese Höhle ist noch riesig, Freunde. Die ist noch echt groß. Und das Blöde ist, die stapeln die Diamanten einfach nicht. Das heißt, ich bin dann an dem Punkt angelangt, wo ich so gern ich auch wollte, keine Diamanten mehr sammeln kann. Also nicht mehr. Wisst ihr? Das ist genau die richtige Arbeit. Für den Abschluss der Folge, Freunde.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben eine geile neue Höhle gefunden. Ich bin gespannt, was wir noch so entdecken werden. Wir haben Schlachtfeld Level 6 freigeschaltet. Und ja, müssen gucken, was uns hier noch so erwartet. Ein Haufen Edelsteine, die möglicherweise noch irgendwie einen Sinn bekommen. Aber ich kann da nichts zu garantieren. Auf jeden Fall scheißen wir weiter in Gold. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Ich freue mich auf jeden Fall... Jetzt komm schon, mach doch nicht so viel Kacke, oder? Ich freue mich auf jeden Fall, euch in einer Woche wiederzusehen. Und dann werden wir uns diesen Kreaturen hier unten weiterstellen. Wir dürfen gespannt sein. Haut mir rein, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.